The Walking Dead, The Ones Who Live, Folge 5 und Folge 6 sind ja jetzt schon ein paar Tage draußen. Und ja, ich komme jetzt endlich auch mal dazu, das Video hier aufzunehmen. Ich habe mir die beiden Folgen am Stück hintereinander direkt angeguckt und habe dazu direkt mal meine Meinung aufgeschrieben und dachte mir, ach, ich pack's einfach in ein gesamtes, ich sag mal, finale 2-Episoden-Video. Wenn euch also interessiert, was in diesen Folgen passiert ist, was meine Meinung dazu war und allgemein, wie schon mal meine Vorab-Meinung zu der ganzen Serie war, dann bleibt gerne dran. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, da bin ich wieder. Es kam ja jetzt ein paar Tage kein Video und auch dieses Video kommt leider später, als ich es geplant habe. Ich habe momentan ein bisschen Stress, aber das ist erstmal Nebensache. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt die Zeit genommen, mich hier hinzusetzen und dieses Video aufzunehmen. Bevor wir direkt reinstarten, möchte ich hier zwei Dinge sagen. Erstens, fette Spoilerwarnung. Ich gehe in diesem Video definitiv auf spoilerhafte Inhalte dieser zwei Folgen ein. Heißt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und sie noch sehen wollt, ohne gespoilert zu werden, dann lasst das Video lieber sein, guckt es euch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt an. Falls ihr aber die Folgen schon gesehen habt oder euch sagt, ich scheiß drauf, gespoilert zu werden, dann bleibt doch gerne dran. Und zum zweiten Punkt, am Ende dieses Videos werde ich ganz, ganz kurz und knapp und überflogenermaßen auf die Serie eingehen, beziehungsweise sagen, wie ich die Serie so im Allgemeinen fand. Es wird aber ein extra Video dazu kommen, wo ich über die ganze Serie im Allgemeinen reden werde. Außerdem lasse ich euch direkt schon mal die Aufgabe da, schreibt mir gerne mal Easter Eggs aus dieser Serie in die Kommentare. Was habt ihr in dieser Serie gefunden oder was wurde offiziell bestätigt, was ein Easter Egg oder eine Referenz zu The Walking Dead war, ob es eine Machete ist, ob es irgendein Charakterdesign ist, egal was, lasst gerne mal Kommentare da, denn dazu werde ich auch was machen, weil diese Serie ist voll mit Easter Eggs und Anspielungen zur Hauptserie oder zu allen anderen Serien. So, jetzt habe ich genug rumgelabert, wir starten rein und zwar mit Folge 5. Folge 5 startet und what the fuck, was ist das? Da ist einfach Gabriel. Ich saß hier so und ich bin wortwörtlich aufgeschrocken. So, ich dachte, what? Was macht Gabriel da? Im ersten Moment dachte ich mir, okay, wird es irgendwie so eine Folge sein, wo halt ein paar alte Charaktere zurückkommen? Und im zweiten Moment dachte ich mir, vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie eine kleine Referenz. Ich habe mir da nichts zu eingebildet, beziehungsweise nicht zu gedacht, ob da was Größeres raus wird, dass Gabriel zu sehen war. Dann bekommen wir einen kleinen Roadtrip von Rick und Michonne. Und bei diesem Roadtrip haben die beiden wohl das Glück dieser Welt gesammelt. Die finden Essen, die finden Orte, wo sie schlafen können, die finden gefühlt warmes Wasser. Ich weiß nicht, da wurde sehr viel der Gottes Segen gewaltet über die zwei. Weil das in dieser Zeit, wie lange wir uns schon in der Apokalypse befinden und dass die zwei da solche Sachen finden, ist sehr unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Sie sind ja auch zwischenzeitlich in so einem Shop, wo hier auch diese Nummernschilder mit Namen oder so hängen. Und da hängen ja Sachen, wo ich mir denke, das hat sich, warum nimmt das keiner mit? Klar, diese Namensschilder und Ketten und Schmuck, aber da sind ja auch Sachen zum Angeln oder Werkzeuge und irgendwas, Pfannen und so. Warum nimmt keiner die Pfannen mit? Das war sowas, wo ich mir dachte, vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber hey, man kann ja auch nicht auf alles achten. Dann bekommen wir an der Stelle schon ein Easter Egg, was ich gerade eben schon vorweggenommen habe. Wir bekommen Rick mit seiner Machete wieder. Naja, nicht die Machete mit dem roten Griff, aber er hat eine Machete und ganz ehrlich, auch wenn er sie in dieser Folge und auch in der letzten Folge nicht wirklich so oft benutzt, überhaupt Rick wieder mit einer Machete so am Gürtel rumlaufen zu sehen, fühlt sich irgendwie richtig an. Auch diese kleine Anspielung mit diesem Beil, diesem kleinen Beil, den sie für RJ mitnehmen soll, das ist ja auch eine Anspielung auf Ricks Beil, die sie ja eine Zeit lang benutzt hat. Und das war schon irgendwie sehr, sehr cool, aber auch nicht so aufs Auge gedrückt. Wir haben die Machete bekommen, aber nicht so, guck mal hier, ich habe jetzt eine Machete. War sehr subtil, aber gut eingeführt. Und dann bekommen wir für eine ganz kurze Szene eine neue Variante vorgestellt. Naja, mehr oder weniger. Also es ist ein Stone Walker, ein Steinwalker, würde ich mal betiteln, der sich anscheinend durch die Dämpfe von irgendwelchen, keine Ahnung, Geysiren, gehe ich mal von aus, da irgendwie Kalkablagerung und dadurch wird der versteinert. So zumindest diese komischen Typen, die da zwischenzeitlich mal treffen. Ich muss sagen, ich finde es nicht schlimm, dass das jetzt keine spezielle Variante ist, die sich entwickelt hat. Ich muss sagen, ich feiere es jedes Mal, wenn wir neue, kreative Ideen zu Walkern sehen. Ob es sowas ist wie ein Mooswalker, der ja einfach natürlich mit Moos bewachsen ist. Oder halt in dem Fall so ein Stonewalker, der halt einfach durch, naja, diese Kalkablagerungen in diesen Gasen, Dämpfen, was weiß ich, halt so entsteht über die Zeit. Ist geil, kann man echt mehr machen. Man muss sich diese Varianten, die sich quasi direkt entwickeln, also ob sie Runner sind oder was auch immer, einfach verschiedene optische Designs von Walkern ist schon immer was Feines. Ja, dann bekommen wir Gabe nochmal zu sehen und wir finden auch raus, warum wir ihn gesehen haben, denn er und Jadis treffen sich einmal im Jahr. Jährlich. Was ich sehr interessant finde und auch irgendwie komisch finde, wenn man bedenkt, wie weit sind die wirklich auseinander? So, das ist so die Frage. Die Entfernungen in The Walking Dead wirken meistens sehr, sehr, sehr riesig, aber im gleichen Moment auch irgendwie nicht. Also ich muss sagen, ich fand es ganz geil, weil Jadis und Gabriel hatten ja sowieso immer so eine kleine Connection,
waren ja auch mal eine Zeit lang ein Paar oder zumindest kurz davor. Und ich muss sagen, das hat super gut gepasst. Ich fand es super toll, vor allem weil es irgendwie dieses Spiel zwischen Gut und Böse war und vor allem Jade ist dadurch quasi ihren Charakter wirklich entwickelt bekommen hat. Wie gesagt, diese Szenen kommen dann immer mal zwischendurch. Es sind insgesamt 3 Jahre, wie wir Gabe sehen, theoretisch. Und ja, auf das letzte Jahr komme ich dann gleich am Ende. Dann findet Jadis Rick und Michonne und man muss erstmal sagen, krass, dass sie die überhaupt gefunden hat. Sie lässt sie fesseln und dann kommt es zu einer kleinen Kampfsequenz, die wirklich super kurz ist, aber einfach sehr, sehr geil. Diese kurze Action, die auch zeigt, wie gut Rick und Michonne wieder mal miteinander funktionieren und wie dumm Jadis sich doch tatsächlich in dem Fall überraschen lassen hat, weil sie ja auch weiß, wie stark Rick und Michonne zusammen sind, war sehr gut gemacht. Choreografisch sehr, sehr cool, auch wie Rick dieses Bett dann nachher von unten drunter umschmeißt. Das war sehr, sehr cool irgendwie. Und trotzdem sehen wir hier weiterhin, Michonne ist komplett auf dem Tötungstrip und Rick hält sie davon ab, weil er genau weiß, hier, wenn die stirbt, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Dann weiß jeder beim CRM, wo wir wohnen, wo unsere Familie ist. Das vergisst mich schon hier und da, glaube ich. Dann bekommen wir eine Szene, wo Jadis mal wieder absolut gedisst wird. Das haben wir jetzt schon mehrfach gehabt. Und hier wird sie einfach als, naja, Nilpferd-Scheiße bezeichnet. Ich muss sagen, das ist eine Beleidigung, die habe ich noch nie gehört. Und ich finde, sie war sehr, sehr auflockernd für diese Serie. Vor allem, weil sie wieder von diesen komischen Leuten war, die Rick und mich schon zuvor kurz mal getroffen haben. Und ja, einfach als Nilpferd-Scheiße beleidigt zu werden, ist schon... Weiß ich nicht. Da musst du schon richtig kacke aussehen. Dann haben wir eine kurze oder eine lange Kampfsequenz zwischen Jadis und Rick und Michonne und diesen ganzen Leuten, also diese Dreiergruppe, die da war, weil Jadis die im Prinzip dazu gebracht hat, wegen CRM, ihr könnt hier leben und helft mir nur dann dabei. Das Ganze ist sehr, sehr schnell ausgegangen und Jadis, ja, liegt langsam ihren Verletzungen und ja, man merkt mehr oder weniger, okay, Jadis, wenn du keine Hilfe bekommst von Rick und Michonne, dann wirst du es nicht mehr lange machen und ich stand auch eigentlich hier und dachte mir so, ja, die werden ihr helfen. Jadis wird das Überleben. Arschlecken. Sie wird dann von einem Walker in den Hals gebissen. Und in dem Moment habe ich auch erstmal große Augen gemacht, weil ich damit nicht gerechnet habe. Dann erklärt Jadis, dass sie im Prinzip nie wirklich so böse war und sie sagt auch, wo ihre Dokumente sind, wo halt draufsteht, wo Alexandria und so weiter ist. Und im Prinzip ist sie am Ende doch die Gute. Zwischenzeitlich sehen wir, wie sie kurz davor war, Gabriel zu töten, es dann nicht gemacht hat und wir da schon sehen, okay, sie ist doch noch im Herzen gut. Und ja, dann bekommen wir die allseits bekannte, ich nenne es mal Erlösungsszene und zwar, wir sehen, wie Rick seine Pistole rausholt und halt Jadis erlöst. Diese Szene haben wir so oft schon gesehen, ob es damals mit Dale und Daryl war oder mit allen möglichen anderen Charakteren. Diese Szene, wo von man aus der Sicht von dem, der gebissen worden ist, hochguckt und dann in den Lauf von der Pistole guckt. Diese Szene ist so typisch The Walking Dead irgendwie. War auch so eine kleine Referenz, würde ich sagen. Und es war schon sehr, sehr intensiv und ich war auch ein bisschen geschockt und ein bisschen traurig, weil am Ende sehen wir dann Gabriel, der zum Treffpunkt kommt und naja, Jadis leider nicht da ist, weil sie nun mal tot ist. Und das zweite Traurige daran ist einfach die Tatsache, dass wir am Anfang ja hören, wie ein Helikopter über Gabriel hinwegfliegt. Das ist ungefähr zum gleichen Moment. Und ja, das war wahrscheinlich dann Rick und Michonne, die mit dem Helikopter von Jadis abgehauen sind. Traurig, aber irgendwie gleichzeitig sehr, sehr cool, um zu sehen, dass, naja, irgendwie doch alles miteinander weiterhin verknüpft ist. Ja, und das war Folge 5. Zu Folge 5 würde ich sagen, für mich kriegt die eine 7 von 10. Ich muss sagen, es war eine sehr, sehr coole Folge, weil sie einfach sehr viel mit Rückblenden zu Gabriel zum Beispiel gearbeitet hat und auch Jadis Charakter einfach mal aufgearbeitet hat. Wir sehen, wie Jadis quasi in diesem Kampf zwischen Gut und Böse steht, sich dann augenscheinlich fürs Böse entscheidet, aber am Ende dann doch irgendwie versucht, gut zu sein oder zumindest, naja, nicht hundertprozentig böse ist. Es ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben halt ein geiles Cameo mit einmal Jadis, aber die war ja schon die ganze Zeit da, aber halt auch Gabriel. An für sich ist es eine gute Folge, die quasi auf die finale Folge hinarbeitet, weil sie nicht zu aufregend ist, aber auch nicht zu langweilig. Aber mein Gedanke nach dieser Folge war, oh shit, das Finale könnte dann doch sehr, sehr überzogen beziehungsweise vielleicht auch gar kein wirkliches Finale-Finale werden. Dass ich da überrascht wurde, das sehen wir jetzt jeden Moment, wenn ich hier mit Finale anfange. Ja, und dann sage ich direkt mal, wir sind jetzt im Finale. Finale Folge 6 und ich dachte, wie gesagt, oh mein Gott, das wird ein sehr, sehr kritisches Finale. Vielleicht zu offen, vielleicht wirklich offen für eine zweite Staffel. Ich hatte ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich sein soll. Auf jeden Fall startet die Folge mit der Infiltration des CRMs durch Rick und Michonne. Sie wollen einmal, dass Rick das Echolon-Briefing bekommt, damit sie wissen, was jetzt überhaupt Ambach ist. Und Michonne ist auf der Suche nach diesen Dokumenten, die Jadis hinterlegt hat, damit sie nicht rausfinden, wo sich Alexandria befindet, wer ist und alles Mögliche. Major General Beale kommt dann auch mal wieder vor und ich muss sagen, er ist nach wie vor eine 10 von 10. Harry O'Quinn hat einfach diese Rolle so gut verkörpert und ich finde es deswegen so unfassbar schade, dass wir ihn wirklich nur so in zwei, drei Folgen sehen und dann auch wirklich nur sehr kurz. Hier in dieser Folge sehen wir ihn öfter, präsenter, was auch sehr, sehr gut ist und auch wichtig für die Folge ist. Aber an für sich
fand ich es schade, dass wir nicht mehr von ihm gesehen haben. Michonne hat dann mal wieder einen unfassbar krassen, ich sag mal, Blutrausch-Moment. Ist nicht mal direkt Blutrausch oder Rage. Jedenfalls, sie ist im Zimmer von Jadis. Ein CRM-Soldat oder eine CRM-Soldatin kommt da rein und Michonne überwältigt sie, indem sie ihr halt mit einem Drahtseil halt ja, die Kehle entweder aufschneidet oder halt erdrosselt. Ich weiß nicht was genau. Aber das war so ein typischer Michonne-Rage-Blutrausch-Moment, der einfach schön zu sehen war, weil man sieht, Michonne hat es dann doch noch drauf. Und ja, dann ist es soweit. Wir haben jetzt 6 Folgen drauf gewartet und Rick bekommt das Echolon-Briefing. Dazu möchte ich einmal sagen, dieses Echolon-Briefing von Rick und was das CRM mehr oder weniger als nächstes geplant hat, was Michonne sich quasi anguckt, das läuft parallel und im Prinzip wird parallel beiden die Augen geöffnet. Und der Plan von beiden, einfach dahin zu gehen, Rick bekommt das Briefing, Michonne zerstört die Beweise und dann hauen die ab, wird in derselben Sekunde quasi, naja, auf den Kopf gestellt und sie haben sich dazu entschieden, nee, wir müssen hier einschreiten, sonst wird das nichts. Während des Echolon-Briefings bekommen wir super viele Rückblicke von Rick, beziehungsweise von Rick und Michonne aus allen möglichen Staffeln, aus allen möglichen Folgen. Und das sind alles Momente, wo man sieht, dass diese zwei wirklich für diese Apokalypse quasi gemacht sind. Man sieht sie auch, wie sie miteinander reden und darauf eingehen. Sind wir hierfür quasi, sind wir so gut hier drin? Wieso? Wie kann das sein? Und sind wir hierfür gemacht? Und diese Rückblicke waren so krass, weil sie uns so viel nochmal aufgedeckt haben. Ob es zum Beispiel Ricks erster Mord, also effektiv erster schlimmer Mord an Shane war. Ob es sowas ist wie Ricks Badass-Momente, Michonnes Badass-Momente. Alles das wird nochmal aufgewirbelt und lässt immer mehr darauf hindeuten, dass es sich hier um ein Finale handelt. Nicht nur für diese Staffel, sondern für die allgemeine Serie. Dieses typische Rückblick-Dingen hat sich angefühlt, okay, wir bereiten euch jetzt hier auf ein Ende vor. Hier, ihr seht nochmal alles, was heftig war, aber jetzt kommt das Ende. Dann wird uns nochmal klar gemacht, gerade durch Beale, dass Rick dafür gemacht ist, das CRM zu leiten, dass er gemacht ist, ein Anführer zu sein, ein Retter, ein Beschützer. Und wie gesagt, selbst Beale gibt das nochmal preis und sagt hier, du bist mehr oder weniger die Zukunft des CRMs. Und dann starten wir wirklich in das Echolon-Briefing rein. Und kurz zusammengefasst, das Echolon-Briefing oder die Echolon-Mission, nenne ich es jetzt mal, ist ein Genozid. Das CRM, Beale, sie haben vor, wirklich alle Kolonien auszulöschen. Einfach die Menschheit so zu dezimieren, dass es einfach genug Nahrung für die kleine Menge an Menschen gibt, die es jetzt noch gibt. Und auch dieser eine Standort, ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher es war, der vom CRM, wurde vom CRM selber, naja, in die Luft gesprengt, beziehungsweise halt ausgelöscht. Und das war alles Teil dessen Plans. Sie wollen quasi übers Land marschieren und alle anderen Kolonien, die nicht zum CRM, beziehungsweise zur Civic Republic gehören, auslöschen. Ein Genozid. Und warum? Naja, die Berechnungen, die Beale oder wer auch immer da angelegt hat, sagen, dass diese Menschheit auf dieser Welt, so wie es jetzt gerade läuft, maximal noch 14 Jahre zu leben hat und danach ist diese Welt nur noch von Toten bewandert. Und dieser Genozid, dieses Auslöschen an unnötigen Menschen, in Anführungsstrichen, soll das verhindern. Das soll den Aufbau unterstützen und vor allem die Ressourcen so großzügig dalassen, dass halt die wenigen Menschen noch gut überleben können. Beale bietet Rick sogar an, wenn er dabei mitmacht, seine Familie, seine Leute, die er kennt, ins Boot zu holen. Das heißt, er hätte theoretisch ganz Alexandria, ganz Hilltop, welche Kolonie auch immer, er hätte seine Familie, seine Freunde retten können. Halt nur mit dem Gedanken daran, dass der Rest der Menschheit, der sich nicht dem CRM bzw. der Civic Republic anschließt, ja, überrannt wird und einfach getötet wird. Und ja, dann kommt es natürlich zu dem Moment, wo Rick sagt, ja, nö. Und es ist einer der krassesten Momente dieser Folge gewesen, denn wir bekommen ja ganz am Anfang von Okafort gesagt zu Rick, wenn du das Schwert oder den Degen, den Dolch, was für ein Schwert, wenn du das Schwert auf das Schwert schwören sollst, zöger nicht, mach es. Und wir bekommen diese Szene. Beale sagt, schwöre hier auf das Schwert, dass du hier zum CRM stehst. Und wir sehen, wie Rick zögert. Und das sehen wir auch im Gesicht von Major General Beale. Und der ist quasi komplett geschockt. Sword that kills is the sword that brings life. Swear on the sword. Swear on the sword. No! Dann bekommen wir einen kleinen, kurzen, aber intensiv geilen Fight zwischen den beiden. Es hat sich so cool angefühlt. Es war so kurz, aber auch so knackig, wie es nur sein kann. Am Ende gewinnt Rick natürlich die Überhand, weil es ist unser Rick Grimes. Der ist halt nun mal einfach badass. Und dieser kurze, aber knackige Kampf
ist so schnell zu Ende, dass man sie sich eigentlich schon zwei, dreimal angucken müsste, weil es einfach so gefühlt episch war, weil es gerade so kurz war. Und vor allem Beale ist ja ein gut ausgebildeter Soldat und das sieht man auch. Aber Rick hat halt einfach vielleicht mehr Lebenswillen oder diesen Retterinstinkt. Ich muss sagen, zeitweise dachte ich, dass dieser Kampf nicht zustande kommt und Rick sich quasi dagegen entscheiden wird. Aber ja, arschgeleckt, er hat dann doch den Kampf bevorzugt. Dann haut Rick mit Beals Leiche in so einem komischen Container ab und sitzt in einem Fahrstuhl. Und da kommt dann ein zweiter CRM-Soldat dazu und man weiß schon genau, das ist so eine typische Captain America and the Winter Soldier Szene. Hier so im Fahrstuhl wird jetzt richtig gebattelt und naja, es war nicht im Fahrstuhl, es war da raus. Und naja, Ricks Rage und Brutalität, wie er diesen CRM-Soldat komplett das Gesicht zermatscht mit seiner amputierten Hand, mit seiner Prothese, war krass. Es war ein typisches Staffel 4, Staffel 5 Rick-Gefühl, dieses Brutalität, dieses kontinuierliche. Er hätte ihn noch einfach das Messer rausnehmen können und abstechen können. Aber nein, er haut ihm diesen Helm ein und haut weiter und das Gesicht wird Brei und noch mehr Brei. Und dann kommt Michonne und es war schon episch. Es war episch und es war auch wieder dieses, okay, Rick is back. Dann lässt Rick seine Prothese zurück, was Thorn sieht und dadurch halt auch weiß, okay, es ist scheiße hier am Bach. Aber meine Frage, Rick, warum? Warum lässt du die Prothese zurück? Ja, es soll als Symbol da sein. Einmal, um halt darauf hinzuweisen, ich bin nicht mehr Teil des CRMs. Zum einen aber auch einfach ein Symbol von wegen, Rick wird niemals Teil davon sein. Er möchte dagegen sein, er möchte nichts mit dem CRM mehr zu tun haben. Aber wir sind hier in der fucking Zombie-Apokalypse. Lieber Rick Grimes, nimm deine scheiß Prothese mit einer versteckten Klinge drin. Die rettet dir irgendwo den Arsch, würde ich mal behaupten. Dann kommt die von mir getaufte Walker-Explosions-Gasbombenfalle. Und die war 10 von 10. Rick und Michonne binden mehrere Granaten an dieses Gasgranatenlager und lassen die Walker-Leiche von Beale und die Walker-Leiche von dem anderen Typen, der halt im Fahrstuhl war, ketten daran und lassen die quasi die Bomben bzw. die Splinte von den Granaten ziehen, sodass halt dadurch die Explosion kommt, die Explosion dann die Gasgranaten auslöst oder diese Gasbomben, Giftgasbomben und dadurch halt dann das CRM ausgelöscht wird. Und ja, das war einfach nur episch. Es sah so krass aus und Thorn war kurz davor, das Ganze zu verhindern, hat es aber nicht geschafft und dann kommt es zu einer so heftig krassen Explosion, die einfach dieses gesamte Gelände und fast jeden CRM-Soldaten auslöscht. Und holy shit, was war bitte mit Rick, Michonne und Thorn los, dass sie diese Scheiße irgendwie überlebt haben? Nee, die Überlebenschancen waren minus 10. Definitiv, das hätte keiner überlebt. Und nicht nur, dass sie die Explosion überlebt haben, die halt einfach gigantisch war. Ich meine, man sieht diese Schockwelle, brettert halt alles nieder. Nein, es ist ja auch Giftgas in der Luft. Und ja gut, da hat Michonne einen guten Trick gehabt. Sie hat sich und Rick quasi bei so einem Wassertank mit Wasser überschüttet und dann unter eine Plane gelegt. Theoretisch eine gute Lösung. Dann gehen die halt raus. Michonne nimmt sich eine Gasmaske. Rick hält sich einfach nur so sein T-Shirt gefühlt vors Gesicht und das funktioniert auch. Und Thorn und Rick bekommen dann ihren epischen Rückkampf, nenne ich es mal, oder ihren epischen Kampf. Und Michonne und Thorn dann auch. Also Michonne übernimmt dann irgendwann und Rick hat dann Probleme mit Walkern. Warum hat er denn die Probleme mit Walkern? Naja, vielleicht, weil er seine Prothese zurückgelassen hat. Komisch, Rick. Hättest du mal mitgenommen, ne? Aber was soll ich sagen? Es wäre nicht Ricky Dicky Duda Grimes, wenn er sich nicht daraus irgendwie befreien kann. Also nebenbei, wie gesagt, Thorn und Michonne am Kämpfen. Und Michonne gewinnt dann auch, zum Teil. Und dann versucht sie mit Rick zu helfen und Rick wird dann von irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Walkern überlaufen und wir sehen nur noch kurz, wie er auf einmal einen Splint von der Granate im Finger hat und dann Explosion und Michonne denkt natürlich, oh nein! Und ja, das hat Rick überlebt. Also Rick ist an dem Punkt der Serie einfach ein Gott. Der wird alles überleben, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und was soll ich sagen? Dann kommt es langsam zum Ende. Das CRM, das böse CRM, fällt. Die Civic Republic wird quasi informiert und wird erklärt, was das CRM vorhatte. Und in dem Moment wurde mir noch mehr klar und vielleicht auch einigen anderen, dass CRM und Civic Republic quasi nichts miteinander zu tun hatten. Das war mir tatsächlich nicht so hundertprozentig klar. Die Civic Republic ist quasi wirklich ein Bündnis, was Leuten helfen will, was Leuten Zukunft bieten will. Und das CRM hat sich halt ihren eigenen Weg geplant. Das war mehr oder weniger, ja, sie waren für die Civic Republic da, aber haben halt Dinge gemacht, die halt nicht unter der Obhut bzw. unter dem Segen der Civic Republic standen. War mir bis dahin tatsächlich nicht so klar. Auf jeden Fall löst die Civic Republic dann diese Ausgangssperre aus der Stadt auf. Sie sagen, jeder kann kommen und gehen, wie er möchte. Sie schicken Vorräte in alle möglichen Kolonien. Sie lassen quasi Leute entscheiden, wo sie hingehen und sie helfen auch trotzdem den Leuten, die draußen sind. Die Civic Republic sagt, dass das CRM gemacht hat, wird jetzt untersucht und auch alle Soldaten, die es dann
dann noch gibt, die eventuell diesen Gedanken noch weiter fortführen, werden halt dann auch irgendwie, naja, ich nenne es mal, aus dem Verkehr gezogen vielleicht. Und ja, die Civil Republic soll das jetzt darstellen, was wirklich halt, ja, sie halt darstellen soll. Eine Hilfe für allen Möglichen, eine Zuflucht für Menschen und einfach ein Aufbau der Zukunft. Nur, dass das CRM, also ich, das Civil Republic Militär wahrscheinlich, aber die waren wirklich einfach nur böse, weil sie gesagt haben, es bringt nichts, was wir hier vorhaben und wir retten jetzt unsere Ärsche, scheißen auf alle anderen. Das hat die Civil Republic nicht vor. Und ja, wir bekommen dann im Prinzip auch ein schnelles Ende für CRM. Also das Böse der Civil Republic, das CRM fällt und es gibt keine großen Probleme mehr. Die Civil Republic unterstützt alle anderen und das Kapitel ist abgeschlossen. Es gibt jetzt kein böses CRM mehr. Gibt's nicht mehr. Und das war sehr, sehr überraschend für mich, muss ich sagen. Aber das war natürlich nicht das Ende der ganzen Serie und auch nicht das Ende dieser Folge. Nein, wir sehen Rick und Michonne fliegen im Helikopter zurück nach Hause. Und ja, es gibt das große Wiedersehen zwischen Judith, RJ und Rick und Michonne. Und was soll ich sagen? Es war einfach nur schön. Es war sehr, sehr komisch, aber schön. Man muss bedenken, Judith kannte ihren Vater nicht so ewig lang und RJ kannte seinen Vater gar nicht. Und dafür war das Wiedersehen doch so sehr, sehr emotional, muss man sagen. Ich finde, das war sehr schön, ein quasi perfekter und runder Abschluss für die Serie Rick und Michonne, also für die Serie The One to Live. Nicht für das ganze The Walking Dead Universum, aber das selbst, das könnte es sein. Mir haben dafür zwei Sachen gefehlt und das ist einmal das Wiedersehen von allen, also mit, ob es jetzt Carol, Daryl, Negan und alle, die sich wiedersehen. Und eine Sache, die mir halt auch gefehlt hat, dieses große Crossover. Aber es ist ja auch hier nur das Ende für The One to Live und dafür war es rund und perfekt. Denn wir müssen bedenken, es hat ja noch sehr viele offene Enden. Also das The Walking Dead Universum hat noch riesige offene Baustellen, die halt einmal Daryl Dixon sind und Dead City. Wenn wir über Daryl Dixon reden, können wir an der Stelle dann auch sagen, ja, anscheinend war der Funkspruch von Carol an Daryl wirklich, Rick ist wieder da, weil das wird sich zeitlich irgendwie schon so einordnen. Was dann aber nicht erklärt oder doch schon irgendwie erklärt, dass halt Carol jetzt Daryl zurückholen will und Rick nicht dabei ist, weil ja Rick erstmal bei seiner Familie sein will, verständlicherweise. Heißt, wir werden wahrscheinlich in der Daryl Dixon Serie sehen, wie Carol zu Daryl kommt und mit ihm dann quasi zu Rick zurückkehrt. Wäre ein perfektes Ende für Daryl Dixon Staffel 2. Wie gesagt, das Ende der Serie ist quasi perfekt. Ich hätte, wie gesagt, lieber noch ein paar mehr Wiedersehungen gehabt, aber so für die Serie war es quasi perfekt. Und vor allem wichtig in meinen Augen, dieses Ende ist so aufgebaut, dass es keine Staffel 2 geben wird. Es gibt keine offenen Lücken, es gibt keine offenen Baustellen. Das CRM ist besiegt, Rick und Michonne sind bei ihren Kindern. Das ist abgeschlossen. Die Serie The One to Live ist damit zu Ende und ich hoffe, sie bleiben dabei. Staffel 2 wäre cool, ja, aber brauche es nicht. Brauche es einfach nicht, weil das war diese Aufgabe, dieser Auftrag in dieser Serie war, dass Michonne Rick findet und die beiden zurück zu ihren Kindern kommen. Ist beendet, ist geschafft worden. Quasi ein perfektes Spin-off. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Perfekt. Wie gesagt, das Wiedersehen mit allen anderen wird in Zukunft wahrscheinlich noch kommen. Ob es, wie gesagt, Daryl oder Negan ist, die quasi mal mit Rick noch Kontakt haben sollten, fände ich einfach geil. Eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, dadurch, dass das CRM besiegt ist, gibt es jetzt keinen großen Gegenspieler mehr. Bedeutet, ein großes Crossover, so ein Riesenkrieg gegen das CRM, ist quasi gar nicht mehr notwendig. Finde ich schade, wenn wir kein großes Crossover bekommen, wo halt wirklich Fear the Walking Dead, World Beyond, alle möglichen Charaktere aus allen Serien sich kurz mal vereinen und zusammen sind. Fände ich so stark und so wichtig. Aber das wird es vielleicht nicht geben, außer es gibt jetzt doch noch einen riesengroßen anderen Feind, der vielleicht dann die Walker sind. Ich muss sagen, ich gebe dieser Folge eine 8 bis 9 von 10. Vielleicht sogar eine 9 von 10, weil für ein Finale war es, wie gesagt, perfekt. Es wurde alles, alle offenen Enden abgeschlossen. Es gibt kaum noch Fragen, die sich mir stellen. Und am Ende des Tages ist die Aufgabe, die am Anfang der Serie gestellt wurde, finde Rick, bring ihn zu seinen Kindern, ist einfach erledigt. Und das ist doch ein geiles Ende. Das muss doch ein perfektes Ende sein. Nichtsdestotrotz finde ich, es war ein sehr schnelles Ende, beziehungsweise eine sehr schnelle Serie. Was auch nichts Schlimmes ist. Ich hätte mir halt lieber mehr noch erhofft, aber das habe ich ja schon öfter gesagt. Um es nochmal hier zu abschließend zu sagen, für Rick und Michonne, für diese Serie war es ein grandioses Ende. Für The Walking Dead wäre es auch ein gutes Ende, aber da wären zu viele lose Enden noch gewesen. Wie gesagt, Daryl, Negan, Maggie. Aber an für sich, sehr starke Serie. Einfach nur ein schönes Ende. Und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich, dass es die Serie gibt und dass sie auch so rund abgeschlossen wurde. Deswegen würde ich auch alles in allem der ganzen Serie eine 8 von 10 geben. Sie hatte sehr, sehr viel starke Sachen. Zwei, drei Sachen, wo ich sagen muss, ne, das war nicht so geil. Aber mehr Gutes als Schlechtes, definitiv. Ob ich sie empfehlen würde? Fakt, ja. Guckt sie euch an, ob über Magenta oder später, wenn sie bei Prime ist. Einfach gute Serie, gut umgesetzt, optisch geil, Story geil, alles super. Ob es an Easter Eggs überflutet ist? Definitiv. Es ist einfach so eine Hommage an The Walking Dead. Das kann man quasi sich gar nicht vorstellen. Und ja, was soll ich sagen?
die Serie ist jetzt zu Ende. Das heißt, es kommen jetzt erstmal keine Videos mehr dienstags oder über die Serie. Das heißt, wir kommen wieder in unseren regulären Upload-Plan, denke ich mal. An der Stelle möchte ich aber jetzt sagen, wie fandet ihr die Serie? Wie fandet ihr die letzten zwei Folgen, aber halt auch die ganze Serie im Allgemeinen? Was fandet ihr gut? Was fandet ihr schlecht? Würdet ihr euch über eine Staffel 2 freuen? Beziehungsweise hofft ihr, es kommt eine oder sagt ihr nein? Bitte nicht. Lasst es so perfekt stehen, wie es jetzt ist. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Jetzt könnt ihr euch gerne noch meine Reviews zu den anderen Folgen angucken. Die werde ich jetzt hier irgendwo einblenden, wenn euch meine Meinung zu den anderen Folgen noch interessiert. Checkt die Videos gerne aus und wenn sie euch gefallen, checkt auch mal gerne den Kanal aus. Ich würde mich freuen. An der Stelle möchte ich das Video jetzt nicht länger strecken, als es wahrscheinlich schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Ich natürlich dann wieder auf derselben alten Couch. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.